Grüß euch, ich bin's der Erwin, der Sackbauer. Ich weiß eh, das sucht sich noch einen prominenten Namen an, wegen einem Onkel und des Seinigen. Die sind ja zeitlang wichtiger als die Regierung und der Bürgermeister zusammen gewesen. Das, was in der Hosengasse oben angegangen ist, das hat die Leute mehr interessiert als das ganze Zeug im Parlament. Ne? Ich meine, man kann schon sagen, dass zu seiner Zeit das Parlament eigentlich in der Hosengasse gewesen ist. Weil was dort passiert ist, das hat ja jeder gewusst am nächsten Tag. Das hat die Republik bewegt und, wir wissen es eh klar, auch verändert. So schnell als gar nicht schauen können, haben sie sich so in der Hosengasse aufgemacht, was zum Geschehen hat. Bei ein paar Kisten Bier und ein paar Doppler hat man konferiert und schwapp, schwapp, schon hat man Weltpolitik gemacht oder zumindest eine Weltpolitik. Basisdemokratisch, mitten aus dem Vollrausch des Lebens. Auf das, was in der Hosengasse gegangen ist, hat man aufgepasst. Und sogar heute tanzen alle so, als ob im 10. Hip und die Muse spielt. Aber auch andere halt. Aber immerhin eine Muse, ne? Das Timbre hat sich so modifiziert und der Zungenschlag ein bisschen weniger scharf vielleicht, ohne die feine Klinge, aber dafür mit dem Fisch. Aber halt, halt, jetzt dürfen sie ja nicht mehr an den Fisch sie anstechen und verschließen. Ofenverbotszone. Aber das haben sie damals in der Hosengasse nicht gebraucht. Dort hast du höchstens 14 Tage der Schädel gewogelt nach einer Watschen, bis du den gekriegt hast. Ein Messer oder gar ein Bumperer, das war nicht. Und wie gesagt, jetzt darf eh keiner mehr einen tragen, oben bei den Verhaltensgestirnen. Und das waren sie dort sicher eh schon immer. Es dürft euch nicht wundern, weil ich die ganze Zeit da in meinem Computer um ein dummer Fuhrwerk, weil die Geschichte, was ich euch jetzt erzähle, ist eigentlich gar nicht die meinige. Heute geht es um die Mama. Und die habe ich ja fast nicht gekannt. Ich meine, ja schon, als kleiner Bub. Aber da kann ich mich fast nicht mehr daran erinnern. Das ist alles ein bisschen vage heute. Ich weiß nur, dass es eine sehr fesche Frau war. Und dass ich es gern heiraten wollte, wenn ich einmal groß bin. Aber dann, wie die gerade vom Jugendamt gekommen ist, habe ich weg müssen. Und ich bin im Heim aufgewachsen. Zuerst in den einen Traum im Wald- und Wiesenviertel und dann im nächsten und so weiter. Und danach sind wir auch nicht wirklich zusammengekommen. Ich meine, ja, besucht habe ich schon. Zu Weihnachten und zu Ostern, bei ihrem Geburtstag. Ich meine, ja, bei meinem Geburtstag manchmal auch. Aber das weißt du auch schon. Und dann, wie wir wieder einen Draht gefunden haben, zusammen hat es nicht mehr lang gelebt. Alt ist ja nicht geworden. Mit 46 hat es abgerissen. Zu viel von allem, hat der Doktor gesagt. Aber ein stürmisches Leben hat es gehabt. Warum ich mir das überhaupt antut, dass ich darüber rede? Naja, das ist ja so gekommen. Da bin ich gerade rausgefahren aufs Land und Weih einkaufen. Da steht einer dort und tut Auto stoppen. Lichtmaschine ist am eingegangen. Und im Handy hat er auch keinen Strom mehr gehabt. Na, so sind wir halt zusammen nach Alt-Lichtenwald runtergefahren. Und auf einmal die Verkehrskontrolle. Zwei Gendarmen mit hochroten Schädeln. Nicht einmal gerade stehen haben sie können. Total auf ungut. Sie sind ein Drogenring auf der Spur, haben sie gesagt. Und werden jetzt mein Auto zulegen. Ich mag so einen süchtigen Eindruck auf einer. Und mit einem Weh am Kennzeichen bist du eh schon weh und verdächtig auch. Der Beifahrer ist ruhig sitzen geblieben, bis sie an der eine Wachel mit der Taschenlampe anleicht und zum Aussteigen auffordert und gleich voll auf ungut. Was hat er gemacht? Und wohin wir jetzt fahren? Wieso er ganz woanders hin will als ich? Na, der spielt am Anfang ein bisschen mit und sagt dann auf einmal so. Und jetzt ist einmal Schluss mit lustig. Ausweis her und Dienstplaketten und dann ist losgegangen. Trottel-Gendarm war noch das Feindlichste, was es geheißen hat.
der hat es genagelt, dass am Schluss nur mit hängenden Schultern da gestanden sind und die Kappeln am Draht. Dann hat er einen Autoschlüssel weggenommen und hat es zu uns angeschickt. Wenn schon herumsaufen, dann sollen sie wenigstens am Posten bleiben und nicht anständig reinzugehen. Der Autostopper war nämlich ein hoher Krimineser aus der Landespolizeidirektion, dem ein besoffener Kiewer im Weinviertel überhaupt nicht taugt hat. Und gleich zwar schon gar nicht. Aber wir sind dann schon zum Heurigen gekommen und haben uns dort zusammengesetzt und sind so ins Reden gekommen. Jedenfalls hat er dann gemeint, dass ich das aufschreiben soll, was ich ihm erzählt habe. Und zwar nicht, weil er ein Krimineser ist, sondern weil ihm das echt taugt hat und überhaupt soll ich das vergessen, was er einen Beruf hat. Aber das meiste habe ich ja selber gar nicht mehr so gewusst. Also bin ich zur Idertant gegangen und habe es gefragt. Die Idertant hat früher dort gewohnt, wo jetzt das Generale Center ist. Dort war einmal ein schöner Altbau mit einem super Innenhof. Die Wohnungen haben alle einen Balkon gehabt mit einer Stirn, über das den Hof runtergehen hast können. Bei der Ida haben sie alle getroffen. Und die Mama hat dort eine Wohnung gehabt, der Zeitraum. Und ich habe unten im Hof spielen dürfen als kleines Kind. Da kann ich mich noch so ein bisschen dunkeltreu erinnern. Das war wirklich eine schöne Zeit. Ja. Bienen hat es dort gegeben und Blumen, die Damen haben alle die Blumen. Also das war wirklich nett. Ja. Hat mir getaugt. Jetzt ist die Ida die letzte von der Zeit, was noch übrig ist. Und sie hat sich richtig gefreut, dass ich besuchen gekommen bin im Gemeindebau in der Wimbergergasse, wo sie jetzt dort wohnt. Und aufgebaut hat es mir genauso wie früher. Mit einem Mohnstrudel und einem Topfenstrudel, einem Milchkaffee. Und zum Abendschwaben hat es da einen Nusslikör gegeben, einen Eierkognak, die was alles selber macht. Naja, und dann hat es zum Erzählen angefangen. Du bist der Sohn von der Maria Sackbauer, geboren in Favoriten, als Schwester von dem kleinhäuslerischen Spießer mit seiner depperten Alten und die Trottelkinder, wo sie meint, sie wäre etwas Besseres und der Bub eh schon immer ganz ein Trottel war. Über deine Mutter, die Maria, haben sie in der Hasengasse nach ihrem Rauswurf nicht mehr geredet. Und über dich schon gar nicht. Elendiges Bastard, Lehrigen, das hast du da geheißen. Das ist kein Sackbauer. Sicher nicht! In der Geburtsurkunde steht es zwar, aber was heißt das schon? Stürmisch zugegangen ist es im Leben von der Mama eigentlich vom Anfang an. Der Sturm auf Wien war gerade im vollen Gang, wie die Oma hochschwanger war mit ihr. Häuserkampf. Der Russ ist schon am Wienerberg gewesen. Und die haben sich gassenweise runter weiter gekämpft. Auf einmal macht es einen Bumperer und dann zahlt so ein Waffen-SSler, der noch keine 20 Jahre war, seinen Kamerad rein in den Hausflur in der Hasengasse. Voller Blut, die Uniform zerfetzt, die Damen sind ihm ausgehängt, lange hat er nicht mehr gegeben. Der andere Waffen-SSler ist gleich runter in den Keller und hat sich dort in die Kohlen versteckt. Die Oma soll so schockiert gewesen sein, dass gleich die Wehen eingesetzt haben. Und dann hat es die Maria auf die Welt gebracht. Ein gefallenes Mädchen soll so später da gewesen sein, angeblich, die Maria. Der Großvater persönlich hat es noch davon gejagt, nachdem ihm dieses Gerede in die Ohren gekommen ist, dass nach diesem Auftritt mit diesem feisten Süßwarenhändler Sedlacek, wo er der Großvater noch persönlich am Posten verschafft hat. Die Spatzen haben es dann von den Dächern pfiffen, dass es mit den Männern hat, hinten im Lagerraum, gegen Geld, mitten in der Arbeitszeit. Der feiste Süßwarenhändler Alfred Sedlacek, ein unappetitlicher Zeitgenosse, Ende 20, rundes rotes Gesicht mit Pickelnorden und Flechten, das fette schüttere Haar hat er so gekämmt gehabt, dass er seine Glatze abdeckt hat. Er selber war ja nie dabei, obwohl er an der bildhübschen Maria schon immer gern ein bisschen rumgefuchtelt hätte. Dafür hat er kräftig mitpfiffen, weil verpfeifen, das hat er gut können, der Süßwarenhändler Sedlacek. Das hat er vom Vater, Albert Sedlacek Senior, geerbt. Ein Polizist war er, der Alte, der während der Hitlerzeit zu Geld gekommen ist irgendwie.
Genaueres hat man nicht so gewusst, wollte man auch nicht wissen. Aber gemunkelt hat man halt, dass die Leute, denen er die Flucht versprochen hat, nie rausgekommen sind aus dem Hitlerstaat. Sein Sohn, den er gerne als Offizier bei der Waffen-SS gesehen hat, hat zu nichts gebracht. Nur Verachtung hat der Sedlacek Senior für seinen Sohn übrig gehabt. Aber zumindest hat er ihm später diesen Süßwarenladen besorgt im 5. Bezirk, dass er seine Existenz hat. Und dort hat er auch die Maria kennengelernt. Wie dem sagbar Großvater das Gerede zu Ohren gekommen ist, hat er es erst einmal grün und blau und dann rausgehauen. Irgendwann in den frühen 60er Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das so war. Weg mit dir, ein für alle Mal. Danach ist er bald gestorben, der Großvater. Der Edmund, vor allem aber die Toni, seine brave Frau, seine sogenannte brave Frau, sind immer noch davon überzeugt, dass der Großvater noch viele schöne Jahre vor sich gehabt hätte, wenn dieser Sorgnagel, diese eligene Schwesterschlampe nicht gewesen war, eh schon wissen. Nur, gut, dass sie für immer weg ist. Aus den Augen, aus dem Sinn. So aufgeregt hat er sich, der Großvater, als das aufgekommen ist, dass er neben dem Erbangeschäft als Zuckerlmitzi dem ältesten Gewerbe nachgeht. Glaubt, das hat er gern gemacht, der Großvater, dass er sein undankbares Fleisch und Blut einfach so auf die Straßen setzt? Leicht gefallen ist ihm das wirklich nicht. Das mit dem Wutausbruch und den Fausthieben und den Dritten auch nicht. Aber wie soll sich denn so ein gestandes Mannsbild, das beim Gewichtheben 120 Kilo zum Aufwärmen reist, schon weiterhelfen? Von den neuen Pulvern aus Amerika, die der Großvater unlängst begonnen hat einzunehmen, während der Weg in den Gewichtsheberverein immer beschwerlicher geworden ist und während die Kraft angefangen hat, deutlich zu verlassen, war kein Red. Für ein kleines Taschengeld hat er gleich wieder an die rumbrechenden Zeiten im Verein anknüpfen können, bis man dann eines Tages leblos unter der Dusche gefunden hat. Sie soll ja echte Schönheit gewesen sein, die Zuckermütze. Echt Zucker. Man hört, wenn man dem feisten Herrn Sedlacek Glauben schenken darf, und das ist sicher, dass sie Schlangen gestanden sind, die Mannsbilder. Das war auch der Grund, warum er die Reißleine gezogen hat und ziehen musste. Und dann dieser Spitalsaufenthalt nach dem Auftritt in der Hausengasse, 2 Monate Krankenstand. Nur gut, dass der Großvater mit dem Herrn Obermedizinalrat Meierhofer drum im Schutzhaus vom Kleingartenverein immer tarogiert hat, der hat dann alles geregelt. Sonst hätte er womöglich wo ganz woanders sein Ende gefunden, der Großvater. Und das wäre nicht so rühmlich gewesen. Der Obermedizinalrat Meierhofer und der Großvater Sackbauer, zwei alte Kameraden. Im Ersten Krieg, da war der Großvater die Ordinanz von Dr. Meierhofer. Und gleich nach dem Krieg hat er wesentlich dazu beigetragen, dass es ihm selbst und den Sackbauers besser ging. Es hat zunächst als Katastrophen begonnen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht nach dem Ersten war das ja. Mitten im Schrebergarten ist plötzlich ein räudiger Gaul gestanden und der hat sich an dem Gemüse gütlich getan. Eine Katastrophe. Alles hin. Der Großvater ist schon das Gewehr holen gegangen, um das Viech zu unterlösen. Aber der Dr. Meier hat ihm aufgehalten, der Meierhofer Mann. Wer weiß, ob uns das Viech, was lebendig ist, nicht nutzbarer ist, hat er gesagt. Er hat in der Apotheke ein Tonikum gegen die Räude herstellen lassen, woraufhin sich das Viech bald erholt hat. Der junge Edmund hat auf den Gaul aufgepasst, einen russischen Einspänner haben sie auch auftrieben und bald schon ein einträgliches Transportgewerbe entwickelt. Denn zum Transportieren hat es in der Zeit gleich nach dem Krieg genug gegeben. Eingestellt haben sie den Gaul im Schrebergarten in einer Holzbaracke, die schnell zusammengezimmert wurde. Und die Hungerzeit, die gleich nach dem Krieg ein Jammer war, hat für den Dr. Meierhofer und die Sackbauer sein jähes Ende gefunden. Aber zurück zu Maria. Ein Herz hätte er gehabt für die Mietze, der feiste Süßwarenhändler Sedlacek. Eins für ihre Karriere und eins für die spätere Chefin des Süßwarenladens. Dass sie ihn dann derartig bloßgestellt hat. Kein Gewerbetreibender kann sich sowas leisten. Nicht nur, dass sie dauernd zu spät aufgesperrt hat und, wie der Herr Sedlacek immer behauptet hat, wie ein wandelndes Schlafzimmer reingeschaut hat.
Die ehrbare Kundschaft hat sich, so sagt man, kaum mehr ins Geschäft getraut. Vor allem am frühen Nachmittag, wenn das ganze Arbeitsscheik Gesindel aus seinen Höhlen gekrochen gekommen ist, ist es rundgegangen. Lauter Amischlitten in der ganzen Gassen und Mercedes und Porsche. Wo gabert's denn sowas heute? Ja. Mit einem Opel Rekord ist mir gar nicht mehr aufgefallen. Geschweige denn mit einem Volkswagen, den der Herr Zettlercheck noch als altwürdiger deutscher Nachkriegsfabrikation zum Ausliefern erstanden hat. Die Buren freilich waren begeistert von den tollen Autos mit den lederbezogenen Sportlenkrädern und den Weißwandreifen, die plötzlich in der Gasse gestanden sind. Wie beim James Dean oder beim Steve McQueen hat es auf einmal ausgeschaut. Der Umsatz von Sportgummi und Schokozigaretten ist am Nachmittag sprunghaft angestiegen. Aber das hat den Herrn Sedlacek wenig interessiert. Es hat ihm auch nicht interessiert, dass gegen Geschäftsschluss hin deutlich mehr Bonbonieren verkauft worden sind als früher, dass deren Abnehmer zumeist dem gehobenen Kundenkreis angehört haben. Einer Schicht, die man zuvor eigentlich in dem kleinen Zuckergeschäft nie angetroffen hat. Was dem Herrn Sedlacek, dem feisten Hund, zudem entgangen ist, war die Tatsache, dass zwei Gassen weiter dieses neue Vier-Stern-Hotel aufgesperrt hat. Nach einem Rohrbruch ist die ganze Tiefgarage unter Wasser gestanden und war für Monate gesperrt. Die vermeintlichen Gurgeln, die der feiste Herr Zedlacek wieder verifiziert hat, waren in Wirklichkeit Hotelbedienstete, die die Wagen der Gäste in den Seitengassen hin und her parken haben müssen. Das neue Vier-Stern-Hotel war aber schon auch ein besonderer Ort. Dort haben sich Mann und Frau und meistens nicht die Angetrauten zu allen möglichen Geschäften getroffen. Und kleine Geschenke erhalten die Freundschaft bekannterweise. Aber auch ein knallroter Jaguar, ein E-Type Convertible, samt dazugehörigen Fahrer ist neuerdings regelmäßig beim Süßwaren-Sedlercheck gesichtet worden. Der hat den Fashion Erwin gehört. Und der Fashion Erwin war dem Herrn Sedlercheck ein großer Dorn im Auge. Aber da hat er die Goschen gefallen. Zum Muxen hat er sich nicht traut, wenn die Autangst ist. Man sagt, dass der Fesche Erwin nicht nur die große Liebe von der Mizi Sackbauer gewesen ist, sondern dass er auch nicht unwesentlich zur Erzeugung vom kleinen Erwin beigetragen hat. Also, das bin dann ich geworden. Ne? Fuchsteufelswild und genauso rot wie sein Jaguar E-Type hat er werden können, wenn man ihn darauf angesprochen hat. Er soll sich auch nicht nur am Asphalt ganz gut aus Zureiten von feurigen Boliden verstanden haben. Allerdings, wie man bekanntlich weiß, Verkehrsunfälle abseits der Straße sind nicht haftpflichtversichert. Als der Mietze die Sache mit dem Großvater in der Hasengasse passiert ist, hätte er beinahe das Kind verloren. Was ihm einerseits ja gar nicht so unrecht gewesen wäre, wenn er sie andererseits nicht wirklich lieb gehabt hätte. Ja. Der fesche Erwin hat sich in die Zuckermütze verliebt. Ein Betriebsunfall. Entgegen dem Vorurteil, dass man das so einem Zureiter halt anhaftet, war er ja durch und durch Gentleman. Mehr als Instinkt, denn als Vorsatz berechnet. Und jetzt das mit der Liebe. Dass ihm sowas passieren kann. Er hat wirklich tief für sie empfunden. Er hat sich nicht dagegen wehren können, dass er dauernd an sie denken hat müssen, dass er begonnen hat, die Welt durch ihre Augen zu sehen. Dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, wie er sie fühlt und was sie denkt. Noch nie hat ihm so ein Paar den Schlaf geraubt. Das hat ihm total am linken Fuß erwischt. Was den feschen Erwin ja so ausgezeichnet hat, war ja, dass er von keiner was verlangt oder gefordert hat. Sein Ruf, gepaart mit dem Auftreten, waren Zwang genug. Er war kein Gewalttäter, sondern ein eleganter Charmeur und Verführer. Zwei reifere Damen aus dem Gewerbe haben ihn seinerzeit eingeführt, gleich nach der Schulbank. Sie haben ihm gelernt, was man tun muss, damit einem die Frauenherzen freiwillig zufliegen. Und jeder, der es ihm gegeben hat, hat sofort gewusst, dass er sie brechen wird. Die Frauen sind ihm zu Füßen gelegen, haben sie in ihrer Willfährlichkeit gegenseitig übertroffen. Er hat das Gefühl vermitteln können, dass er jeder ganz allein gehört hat und dirigierte sein Rotlichtorchester mit Aufmerksamkeit, die er gewährte oder vermissen hat lassen. Er hat richtig einfühlsam können sein.
war derjenige, der schlichtend unter Seelsorger eingegriffen hat. Und wenn es, was unter den Damen ja nicht so selten vorkommen ist, Zänkereien gegeben hat, hat er zumindest eine salomonische Lösung parat gehabt. Atemberaubend, mit was für ein Einfühlungsvermögen, welcher Engelsgeduld er da oft zur Besserung beitragen hat. Natürlich hat er auch hart durchziehen können, wenn es sein müssen hat. Aber er war da. Seine Malen haben sie auf ihren Standbar verlassen können. Er hat ihnen den Rücken freigehalten, ohne Wenn und Aber. Und wenn er mal eine Gabel nicht pariert hat, dann ist der gute Günther gekommen. Sein Bugel, ein Riese, ein hühnenhafter Fleischberg mit 130 Kilo, der immer blöd gelacht hat und dümmer ausgeschaut hat, als er war. Der gute Günther hat zuvor als Eisenbürger am Bau gearbeitet und hat einen ganzen Baustellsatz allein in die Schalung geben können. Hände hat er gehabt wie Schaufeln. Und einmal, da war ein Gogel besonders widerspenstig und hat sich beschwert, weil er einen Full-Service bestellt hat und nicht gekriegt hat. Das Paar hat sich geweigert, dass es ihm einen Kuss gibt. Und dann wollte er vom guten Günther einen Bussel haben. Der gute Günther hat dann gesagt, du, ich gebe dir keinen Bussel, weil ich druck dir deine Zähne aus der Pappen, wenn du deppert bist. Der weiter Fussi, na, dann hat der gute Günther zugedruckt und auf einmal waren keine Zähne mehr da, alles hat ausmarschiert. Ohne einen einzigen Schlag, alles ruhig. Alles war gut geregelt beim Erwin und alles ist prächtig gerannt. Nur das mit der Liebe, das war nicht vorgesehen. Das hat ihn völlig aus dem Konzept gebracht. Bald ist der Ruf gegangen, dass der fesche Erwin die Eier nur mehr im Himmel tragt. Ein böses Omen war das. Ja. Tatsächlich hat er immer mehr Zeit mit der Zuckerlmütze verbracht und hat das Geschäft vorgeschleifen lassen. Der gute Günther ist wortlos in die Bresche gesprungen. Nach Italien sind sie runtergefahren, in die Toskana. Und dann die ganze Westküste runter, bis Reggio Calabria, nach Sizilien, dann weiter nach Apulien, danach sind sie rüber nach Jugoslawien. Von Bari mit der Fähre nach Dubrovnik, mit einem gecharterten Motorboot durch die Kornaten, ein Traumurlaub. Der gute Günther hat aufgepasst daheim. Aber als sie dann wieder daheim waren, war alles irgendwie anders. Der gute Günther ist im Café Blue Core gesessen, mit blau-rotem Gesicht und trübe Augäpfel und hat sich die dritte Flasche Otai XO reingehaut. Er war total verzweifelt. Unter den Damen vom Erwin herrscht seit langem jetzt der totale Krieg. Die Coco und die Mumu waren im Spital, weil ihnen der Lange einen Vorrat gemacht hat. Was ist denn passiert? Der Lange war doch sowas wie der beste Freund vom Schein Erwin. Was die alles miteinander ausgeheckt haben, miteinander, wie die mit ihren Repoliden der Polizei davon gefahren sind, die mit ihren VW Käfer eindeutig im Nachteil waren. Außerdem waren es alle zwei Motorrad- und Motorsportfanatiker. Während der fesche Erwin den Jaguar E-Type gefahren hat, hat er lange ein Corvette gehabt. Der Hurtige draußen im 14. Bezirk hat einer alle zwei Autos für die Rennstrecken umgebaut. Seine Frau, eine gelernte Buchhalterin, hat früher bei Mercedes gearbeitet und hat sich bestens ausgekannt im Ersatzteilbeschaffungswesen. Beide Autos waren also reinrassige Rennwegen, mit denen jetzt auch noch einmal auffahren können oder auf dem Hockenheimring oder am Nürburgring. Der Lange hat zudem ein Motorrad gehabt, ein Norton Supersport und der fesche Erwin ein Triumph Bonneville. Die zwei Maschinen hat natürlich auch der Hurtige zusammengeschraubt und da ist auch jede nicht das gegangen, was am Typenschein gestanden ist, sondern ein bisschen mehr. An den Wochenenden war der fesche Erwin und der Lange oft am Salzburgring, aber auch am Österreichring, waren es beide gern gesehene Stammgäste, weil wo die auftaucht sind, da ist der Sekt in Strömen geflossen. Die haben es springen lassen und gerochen. Ja. Und haben sie so einen Ruf als dynamisches Duo erarbeitet. Der Anlass für den Zwist war, dass die Mumu total über das grindige Dudel von einem Paar vom Langen herzogen ist.
woraufhin die mit dem hohen Absatz gegen das Knie von der Mumu getreten hat. Da hat sie die Coco eingeschmischt und hat den Paar vom langen Hans mit Taschel drüber gezogen, dass er sich das Nasenpaar gebrochen hat. Das hat er lange gesehen und ist wieder Cerberus dreigefahren. Der gute Günther hat gerade noch Schlimmeres verhindern können und hat den langen ruhig gestellt. Aber wie gesagt, die Coco und die Mumu haben auch ins Spital müssen. Friede und Freude mit dem Langen sind also Geschichte gewesen. Jeder gibt dem anderen die Schuld. Aber da schnauft auch schon die Mutti bei der Tür rein und pfeift wie ein 52er Lok. Die Mutti ist genauso schwer wie der gute Günther und sitzt beim Langen in der Moscherbar an der Kasse. Immer wieder wird gerätselt, ob sie überhaupt eine echte Frau ist, aber das ist eine andere Geschichte. Die Mutti setzt sie nur in Bewegung, wenn was wirklich aufbringt. Sie meint, der Lange ist auf 200 und will Entschädigung. Ah, Entschädigung will er, aha, Entschädigung, fragt der feste Erwin. Und wer bäckt für mein Material? Das sei nicht so schlimm, sagt die Mutti, aber das Paar vom Langen hat sie echt hart erwischt. Wegen der Nasen ist für mindestens 2 Wochen aus dem Geschäft. Mit der gemütlichen Stimmung schaut es also nicht gut aus. Aber, sagt die Mutti, augenzwinkern, sie hat einen Fußschlag. Der Lange steht total auf seine neue Corvette. Überhaupt, seitdem der Hutige den Le Mans eingebaut hat, ist er der volle Narr. Nur mehr Corvette, Corvette. Jetzt will er auch noch Flammenrohre als Auspuff haben. Sie kennt ihm einmal sehen, dass er gegen den Fashion Erwin bei einem Straßenrennen antritt. Wer verliert, soll den Schaden. Gute Idee, meint der Fashion Erwin. Das interessiert ihm eh, ob der mit seiner einen Fetzer Lauben und mit dem Army-Fuhrwerk eine Chance hat gegen seinen frisierten E-Type. Mit mir als Doppelloppen. Einmal will nicht die Kultur, so sie ihm vorschlagen. Jeder muss einen Kassapo vor einem Café im St. Markusplatz mitbringen. Und weil sie sich gerade nicht wirklich riechen können, wird getrennt gestartet. Der gute Günther und die Mutti stoppen unabhängig voneinander die Fahrzeit. Gesagt, getan. Am nächsten Samstag geht's los. Boah. Es braust der Lange ab und donnert mit seinen V8-Boliden die Dresdner Straßen runter. 1 Stunde später der fesche Erwin mit dem Jaguar 6-Zylinder. Dann habe ich da super dahin. Vereinbart haben sie, dass beide alle über den Semmering fahren und beim Zug über den Wechsel. Eine richtige Herausforderung für Mensch und Maschine. Auf den ersten Teil von der Südautobahn sind die zwei mit gut 280 südwärts runtergedonnert. Und den Semmering auf rauchen die Reifen. Auf den kurvigen Abschnitten hat der fesche Erwin die Nasen vorn. Das neue Fahrwerk vom Jaguar ist unschlagbar. Auch wenn die mit dem Le Mans-Kit getunte Korvetten kaum was nachstellt und weit unter 5 Sekunden von mir auf 100 raufkommt. Der bullige V8er kann mit einem unbeschreiblichen Durchzugsvermögen aufwarten. Die beiden schenken sich nichts und sind in Hand und drehen unten im Kanal da. Die guten italienischen Straßen lassen die Durchschnittsgeschwindigkeit auf sagenhafte 170 aufschnalzen. Und das, obwohl es zu dieser Zeit noch Ortsdurchfahrten gegeben hat, das muss man sich vorstellen. Bald schon sind sie unten in Venetien, aber das fürs Licht des Südens haben sie keinen Geist. Das haben nur die Renaissance-Maler so eingefangen. Denen zwar war es wurscht. Und dafür haben sie keinen Sinn gehabt. Dafür sind sie dann mit dem Vaporetto oben gefahren am Markusplatz. Ohne es voneinander zu wissen, nehmen sie beide ihren Espresso im Café Eden. Kaum einer hat sich bei der Hinreise einen Vorteil rausfahren können. Zurück auf der alten Nordseite haben dann die Eismanner zugeschlagen, ein Temperatursturz. Ein feiner Sprühregen nieselt auf der Weizer Bundesstraße. Das heißt aufpassen. Weil langsam lässt auch die Konzentration nach. Und dann passiert's. Auf einer langgezogenen Kehre auf der Wechselbundesstraße hat sich ein Eisfeld gebildet, das der Lange übersehen hat.
Er durchschlagt mit seiner Korvette die hölzerne Leitplanken und stürzt mit seinem Boliden 50 Meter in die Tiefe. Auch der Schöne Erwin hat schon zum zweiten Mal gegähnt. Trotz der an und für sich guten Scheibenwischer zeigt sie störende Schlieren auf der Windschutzscheibe. Von der Zeit her hat er dank des erstklassigen Fahrwerks einen kleinen Vorsprung. Bald schon hat auch er die Wechsel gegen erreicht. Sagenhaft, wie der Jaguar in die Kurven die Spur holt. So ein steifes Fahrwerk, da freut sich der Schöne Erwin. Aber auch er über sich das Eis fällt. Sie haben sich nichts geschenkt und jetzt sind sie beide tot. Auf der Dresdner Straße in Wien herrscht inzwischen banges Worden. Mit jeder Stunde verstreicht werden die Vorahnungen schlimmer. Die Zuckermütze zittert schon am ganzen Leib. Irgendwie spürt sie, dass sie was Schlimmes ereignet hat. Als die Schreckensnachricht eintrifft, ist nur mehr eine Erlösung. Doch das Leben hat jetzt neue Herausforderungen parat. Ein glücklichen Zufall ist zu danken, dass sie beide bei der Ida gleich eine neue Bleibe gefunden hat. Dort hat auch der Erwin das Licht der Welt erblickt, also ich, der junge Erwin. Für die Zuckermütze beginnt schon wieder ein neues Leben. Und meins hat gerade erst angefangen. Die nächste Episode wird sich dann um die Zuckermütze drehen, was sie zu ihrem Lebensunterhalt in Zukunft wirklich beizutragen hat. Und das wird es dann ungefähr in einem Monat oder so geben in diesem Theater. Same time vielleicht nicht, weil der Donnerstag, habe ich erkannt, ist vielleicht als Ausstellungstag oder Performance-Tag doch nicht so geeignet. Möglicherweise ist es gescheiter an einem Mittwoch. Mittwoch ist auch ein guter Tag. Aber ich werde euch rechtzeitig informieren und bedanke euch für die Aufmerksamkeit. Wenn man wie eine Späte hinterlassen will, einfach am Tisch legen. Aber es muss nicht sein.